Wir sehen den Film über die technischen Gemeindebetriebe in Bischofszell. Aufgenommen an der Bischofszeller Weihnachts- und Gewerbeausstellung 1984. Wunderbares Schloss sind die technischen Gemeindebetriebe untergebracht mit Büro und Fahrzeugpark. Gerade an diesem Beispiel sieht man, wie es Herr Olbrecht verstanden hat, ein Beispiel zu zeigen, wie es wirken ist von den technischen Betrieben hier in Bischofszell. Wird uns jetzt demnächst ein paar Originalworte dazu sagen, aufgenommen im Originalton. Sag mir nie, niemals mehr, das Wort nie ist so leer. Bitte schreibt er zu äußeren Steckdosen. Was Sie da sehen, sind die drei Arten von Kraftwerken. Was uns fehlt, ist Kernkraftwerk. Los, traurig nie, sag vielleicht und glaub dran, dass sich alles ändern kann. Goldene Rosen wird es regnen, goldene Rosen. Am Freitag wir fühlen uns. Wir kommen von der Freileitung die Trafostation auf unsere Hochspannungsschalterzelle. Und das alles im Maßstab von 1 zu 1. 16.000 kV. Mal, wenn wir so einen Hochspannungsschalter mit 16.000 Volt schalten, zuerst mal noch Federspannung. Wahnsinn. Wenn er gespannt ist und im Moment zum Einschalten. Wenn wir einen Durchschluss haben oder einen Überlast, dann könnt ihr mal weiter so ein Eck, dann schaltet die Rolle da oben aus. Nacht wird die Sonne scheinen und du wirst nie mehr weinen. Goldene Rosen mit mir zählen. Du bist nie mehr allein. Goldene Rosen wird es regnen, goldene
deine Rosen bringen Siegen. Wir führen uns dann hin im Himmel. Wir werden glücklich sein. Nach der Kabine geht's durch den Boden durch, auf einen Aussenzählerkasten bei einem Einfamilienhaus. Wir haben also hier ein Einfamilienhaus dargestellt, wo Zähler, Wasserrohr und der Hausanschlusskasten dann alles von außen zugänglich ist. Wir müssen heute durch das nicht mehr in ein Einfamilienhaus hineinlegen. Da kommen wir jetzt in das Einfamilienhaus rein. Wir haben ein Wohnzimmer mit Küche, mit allen erdenklichen Elektroapparaten, die es heute gibt. Auch hier sieht man wieder mal den hervorragenden Präsentator, Herr Ulbrecht. Sie sehen hier eine Unterwasserpumpe, wie wir sie im Pumpwerk Grube verwenden. Testband und eine Test-Nachvertonung. Wir sehen, wir können beliebig Musik zurücknehmen, Mikrofon draufgeben, Originalton dazu mischen, Mikrofon wieder einmal zurücknehmen, das Mikrofon wieder auf, Originalton weg, Musik drauf und ich gehe auch hin. Jetzt wirst du belohnt, glaub mir. Nun wird alles gut, Hallo.
Seite. Der Pumpe fängt jetzt an laufen und tut uns da mit der Reservoir füllen. Der Wasserstand muss steigen da rein. Wird es dann gleich der Maximalalarm kommen und die Pumpe wird abgestellt. Maximalalarm ist da. Die Reservoir ist noch nicht ganz gekommen. Jetzt ist so wie die Pumpe stellt ab und die Reservoir ist gekommen. Demzufolge kann man auch der Wasserversorgung wieder Wasser entnehmen. Sie sehen, das absolut klar ist das Sauerwasser. Prost!